Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind gerade auf dem Weg in den Skiurlaub und wie ihr sehen könnt, sitzen wir nicht in unserem Kastenwagen, sondern wir sind mit unserem PKW unterwegs. Weil wir gehen jedes Jahr einmal ins Hotel, lassen uns ein bisschen verwöhnen und hoffen, dass wir jetzt Schnee haben. Im Moment ist es hier noch leicht so Schneeregen, aber es soll heute und morgen noch schneien und ab Montag soll die Sonne scheinen. Die ganze Woche. Die ganze Woche. Also drückt die Daumen, dass es auch so ist. Bis später. Es schneit, yippie! Das war ja vorhergesagt, dass es heute schneit und da freuen wir uns drauf. Wir sind gestern gut angekommen, waren ein bisschen platt, hatten ein bisschen Kopfschmerzen, haben aber gut geschlafen, jetzt gut gefrühstückt und jetzt geht's zu unserer ersten Tour. Wir freuen uns. Macht nichts mit der Schneefräse. Ja. Das ist einfach ne? Ich verdrück mich aber auch immer noch. Was? Ach so, mit dem An und Aus. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Gernalm. Gernalm, ja. Wie viele Kilometer? Keine Ahnung. Weiß ich, 20, 30. Ach, sehr witzig. Das sieht ja wunderschön aus, ne? Wenn ja. Das so am Schneien ist. Ja. Das Schöne hier an dem Ort ist halt, wenn man nicht jeden Tag Skifahren geht, man hat hier so viele Möglichkeiten, in die Täler reinzugehen, spazieren zu gehen. Am Ende kommt immer irgendeine Hütte, wo man einkehren kann. Man kann gemütlich gehen, man kann zügig gehen. Man kann mit den Langlaufskiern, man kann hier Schneeschuh wandern. Also man hat wirklich viele Möglichkeiten. Das Skigebiet ist ein bisschen begrenzt, ist etwas klein, aber... Aber dafür kann man ja nach Achtenkirch fahren. Richtig. Oder ins Zillertal, ja. Was hier in der Nähe ist. Ja. Und wir sind ja auch so welche, die nicht mehr jeden Tag Skifahren. Also wir sind mittlerweile Schönwetter-Skifahrer und deshalb fahren wir gerne hier hin, um auch noch irgendwas anderes machen zu können. Die Zeiten sind vorbei, wo wir jeden Tag auf der Piste waren. Und es ist schneesicher hier. Ja, das stimmt. An für sich, ne? Ja, ja. Wir hatten bis jetzt hier immer Schnee gehabt. Auf jeden Fall. Wir haben ja gestern bei der Anfahrt gesehen, der Ort davor hatte nicht so viel Schnee wie hier. Und es, was hier super ist, hier ist kein Durchgangsverkehr, also der Ort ist hier zu Ende und deshalb ist auch nicht so viel Autoverkehr. Da kommt ja wieder ein Auto. Ja, heute ist ja auch Sonntag. Kommen viele Einheimische hier zum Skifahren. Zum Langlauf. Für Langlauf? Ideal. Ideal, Paradies, ne? Ja, ja. Hier kann man schön in die einzelnen Täler fahren oder auch spazieren gehen. Habe ich schon gesagt. Ja? Ja. Kein Problem.
kommt aber noch einiges an Schnee runter, ne? Ja, guck mal, wie dunkel. Ja. Pass auf, hier ist ein bisschen glatt. Na, guck mal, der mit dem Kastenwagen. Hat der Schneeketten drauf gemacht? Ja. Ist natürlich ideal, ne? Jetzt hier mit dem Kastenwagen, da gehst du hier auf der Loipe, wenn du wiederkommst, kannst du eine schöne Tasse Kaffee aufschütten, oder? Ja, super. Aber das Gepüngel, oh. Mit den Skiern und Skischuhen, aber irgendwann probieren wir das auch aus, ne? Ja. Alle Hütten sind geöffnet. Wir gehen jetzt bis zur Gern ein und da steht 1,5 Stunden brauchen wir dafür. Aber ich glaube, wir sind wieder schneller. Wir können ja gar nicht langsam. Viertelstunde sind wir da. Hinter dir, Ernst. Treffpunkt für die Langläufer. Brille ist geschlagen. Wir sehen auch die Schneemänner. Aber schön. Oh. Ja, bald da. Ja. Da ist ja die Brücke schon. Ja. Ich kann gar nicht sehen, wie viele Schritte wir gegangen sind. Den haben wir doch verdient jetzt. Ich fühle mich eh schon ein bisschen gestresst. Mit den Klamotten. Aber man muss schon sagen, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Es geht immer so ein kleines bisschen stetig bergauf. Man denkt auch, das ist alles ebenerdig.
aber es geht immer so ein kleines bisschen jo. Bergauf. Ja. Aber es ist gutes Training. Ja. Ich habe gerade nachgeguckt. Bis hierhin waren es jetzt 8100 Schritte. Jo. Also knapp 6 Kilometer waren das. 6 Kilometer? Ja. Ah ja. Das reicht ja für heute, ne? Ja, wir müssen auch wieder zurück. Ja, ja. Aber tolles Wetter, ne? Ja. Mit dem Schnee, das ist schon toll. Ja. Erholung pur. Ja. Kann man sich von dem ganzen Arbeitsstress erholen. Das ist der Richtige, der schon in Rente ist. Ja, nicht. Auch die Rennen haben Stress. Ja, wo? Ah. Mich jeden Morgen zur Arbeit zu schicken, ne? Ja, genau. Schön. So, jetzt haben wir uns was gestärkt. Ne? Ja. Jetzt können wir wieder runter ins Dorf gehen. Ne? Ja. Guck mal, da hinten kommt die Sonne raus. Da auf dem Berg. Rita hat eben einen Segelschein gemacht. Es hat mich gerissen. Aber auch nur, weil eine Eisplatte hier war. So, jetzt sind wir noch eine Abzweigung gegangen. Und zwar ist das hier die Tristenau. Das ist ein Rundweg. Circa eine Stunde, ne? Eine Stunde. Ich wollte sagen, halbe Stunde hoch, halbe Stunde runter. Man kann machen, was man will. Man kann schnell sein, man kann langsam sein. Geht immer eine halbe Stunde hoch, halbe Stunde runter. Ja. Und dann haben wir unser Ziel für heute erreicht. Jo. Dann reicht aber auch. Aber schön, muss man ausnutzen. Ja.
Hier geht man fast ganz alleine. Ja. Hier ist keine Hütte und nichts, es ist einfach nur ein Rundweg. Hier ist Erholung pur. Ja, das stimmt. Ne? Ja, aber Vorsicht, hier ist wieder glatt. Jo. Ja, hier gibt es einen langen Rundweg und einen kurzen Rundweg. Was machen wir? Natürlich den langen Rundweg. Da oben kann man ein Stückchen von der Piste sehen. Aber ich sehe keine Skifahrer. Ja, ganz klein. Ja, da oben doch. Die Ameisen. Ja. Das ist jetzt das Ende unseres Rundweges und wir kommen an unserer Pension Golfvilla raus. So, da sind wir wieder. Was für ein Morgen. Das ist der Panoramablick von unserem Balkon. Guten Morgen, neuer Tag, neue Tour. Sonne scheint und heute geht's zur Pfeilalm. Wieder keine Ahnung, wie viele Kilometer, wie lange. Schauen wir vorne auf der Karte. Ich denke, da brauchen wir schon ziemlich lange für. Ja? Mehr als gestern? Ja, geht ja nur bergauf. Ja. Die Pfeilalm kann man oben sehen. Da. Ja, da geht's hin. Ohne Gondel. Jo. Wir sind jetzt 4,6 Kilometer unterwegs und es geht immer bergauf. Noch keine Hütte in Sicht, aber unten stand auch anderthalb Stunden. Ja. Bis oben. Ja,
geht ganz gut hier nach oben, ne? Ja. Wir haben minus 6 Grad hatten wir. 5. 5, minus 5 Grad. Heute Morgen minus 8. Ja. Wir brauchen keine Handschuhe, wir brauchen keine Mütze. Ja. Es ist warm. Ja. Schöne trockene Luft. Kein Mensch weit und breit. Hier kann man Nachtigau sehen, der Ort, wo wir losgegangen sind. Hier hinter den Bäumen ist die Plätzachalm. Und da war dann das Schild, das hier hochgeht zur Pfeilalm. Jetzt sind wir gerade im Schatten. Ja, wir sind schon ganz schön hoch, ja, ne? Wenn man das hier so sieht. Ja. Ich glaube, wir haben bestimmt auch nicht mal die Hälfte. Nee. Unten kann man jetzt schön Berchtesgau sehen und den Achensee. Dann weiter im Hintergrund ist Maurach. Irgendwie nimmt das kein Ende, ne? Ja. Wie lange laufen wir jetzt schon? Wir sind jetzt 6,4 Kilometer. Eine Stunde 40. Eine Stunde 40? Mhm. Wie lange haben wir noch? Wir halten ja auch die ganze Zeit hier immer an. Keine Ahnung. Nach 2 Tagen und 3 Nächten haben wir es eigentlich geschafft. Aber es lohnt sich. War gut anstrengend, ne? Ja, weil es immer so... Immer bergauf ging. Schau, das kann man mit der Kamera gar nicht so einfangen. Thank you.
sieht ja toll aus, ne? Ja. So, wir genießen jetzt den Ausblick und die Sonne und dann stärken wir uns mit einem Kaiserschwan und dann gehen wir wieder zurück. Mal sehen, wo es morgen hingeht. Also, seid gespannt, bleibt dabei und vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wie immer, gerne einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Fortsetzung folgt. Bis dann.